Im Roman Heimsuchung von Jenny Erpenbeck aus dem Jahr 2008 heißt es: Der Schulze hat 4 Töchter, Grete, Hedwig, Emma und Clara. Wenn er am Sonntag mit seinen Töchtern in der Kutsche durchs Dorf fährt, zieht er den Pferden weiße Strümpfe an. Grete, Hedwig, Emma und Clara sitzen auf der Kutsche, die ihr Vater selbst lenkt. Die Pferde gehen im leichten Trab. Und wenn die Erde noch feucht ist, dauert es nicht einmal bis zur Fleischerei, bis die weißen Strümpfe der Pferde bespritzt sind. Jenny Erpenbeck wurde 1967 geboren, sie ist also 43 Jahre alt. Sie ist, so darf ich als Archivar sagen, eine ganz gewöhnliche Schriftstellerin. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach beobachtet ihre Entwicklung, kauft ihre Bücher, lädt sie zu Lesungen ein, vielleicht sogar zu einem Workshop mit Schülern im Rahmen unseres pädagogischen Programms. Der Roman ihres neuesten Buches erzählt die Geschichte eines Hauses durch die Jahrhunderte hindurch. Und mit der Geschichte dieses Hauses die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands. Es ist ein gutes Buch. Es ist auch ein wichtiges Buch. Jenny Erpenbeck, wenn ich es einmal so sagen darf, fällt in das Beuteschema unseres Archivs. Aber lassen Sie mich meinen Vortrag anders beginnen. Ich werde zu Jenny Erpenbeck später kommen. Was ist ein Literaturarchiv? Auf der Folie sehen Sie den Campus des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Es ist ein verlässlicher Speicherort für literarische Nachlässe, aber auch ein Ort der Forschung an diesen oder über diese Nachlässe. Es besteht aus Papier, Tinte und einer Menge Problemen. Wir kennen alle die philologischen Probleme, die mit Archivalien verbunden sind. Das Aufspüren von Druckfehlern, die wir in neuen Editionen emendieren, weil wir den alten Druck mit dem Manuskript vergleichen können. Die Entdeckung von Querverweisen, die sich zwischen Tage- und Notizbüchern und Manuskripten ergeben und uns Interpretationshilfen liefern. Das Feststellen von ungeahnten privaten Verbindungen, die wir in Briefen finden und in Biografien verwenden können. Oder der Fund neuer, bislang unbekannter Texte, die wir herausgeben können. Aber natürlich gibt es auch technische Probleme, über die unsere Nutzer nicht nachdenken, auch nicht nachdenken sollten. Lassen Sie mich nur einige nennen. Es müssen ausreichende Magazinflächen zur Verfügung gestellt werden, die mit den notwendigen Bedingungen ausgestattet sind, einer Klimatisierung mit 18 Grad und 50% relativer Feuchte sowie Einbruch und Brandschutz. Es muss Tinten- und Rostfraß entgegengewirkt werden, weil sie das Papier schädigen, bis hin zum Totalverlust einzelner Textpassagen. Es muss die Säure im Papier seit 1850 neutralisiert werden, weil sonst das Papier brüchig und unlesbar wird. Es müssen zum Beispiel auch Klebestreifen behandelt werden. Entweder müssen sie abgenommen werden, da die Klebemasse austritt und Seiten verklebt, oder sie müssen wieder fixiert werden, weil sie etwas festhalten sollen, was zum Text gehört. Prominentestes Beispiel hierfür ist der Nachlass von Ernst Jünger. Unsere Restaurierwerkstatt hat Antworten auf fast all diese Probleme und wir stellen uns ihnen täglich. Die einzigen Hindernisse sind personelle und noch mehr finanzielle Engpässe. Gehört die Bestandserhaltung doch nicht wie Erwerben, Ausstellen und Forschen zu den attraktiven Aufgaben eines Archivs oder zu den Dingen, für die sich Sponsoren gerne feiern lassen. Aber es gibt auch folgende Probleme. Wie können wir ein verlässliches Archiv sein, wenn uns Feuer bedrohen wie 2006 die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar? Wie können wir ein verlässliches Archiv sein, wenn ein Metrotunnel unter uns hindurch gebaut wird wie in Köln 2009? Und dann noch, zwar keine Katastrophe, aber nicht weniger katastrophal, wie können wir ein verlässliches Archiv sein, wenn wir nur einen Teil einer Korrespondenz haben, während der andere Teil in einem nicht verlässlichen Archiv lagert? Zum Beispiel, weil wir Teilnachlässe aus Mangel an finanziellen Mitteln nicht erwerben konnten. Über Kulturfinanzierung will ich heute nicht sprechen, sondern über Verlässlichkeit. Es gibt das nationale
und auch national geförderte Konzept zur Langzeitsicherung unseres Kulturgutes durch das Herstellen von Zweitformen, das heißt Mikroformen. Diese sollen 500 Jahre haltbar sein. In Deutschland werden alle Mikroformen in den zentralen Kulturstollen der Bundesregierung verbracht, dem Barbara-Stollen in Oberried, das ist in der Nähe von Freiburg. Im Falle einer Katastrophe gibt es dann wenigstens eine lesbare Kopie des Originals, mit bloßem Auge lesbar. Und dazu noch lesbare Metadaten auf jedem Bild bzw. Film. Offensichtlich verfügten weder die Herzogin Anna Amalia Bibliothek noch das Staatsarchiv Köln über solche Sicherheitsfilme. Weimar versucht immer noch, existierende Exemplare des verbrannten Buchbestandes antiquarisch zu erwerben, um die historische Bibliothek, die immerhin von Goethe geformt wurde, zu rekonstruieren. Forscher veröffentlichten unmittelbar nach der Katastrophe einen Call for Digitizations aus dem Stadtarchiv Köln, um den Bestand virtuell wiederherzustellen. Der Gedanke war, alle Benutzerkopien zusammenzutragen, die man als Forscher zwar nur partiell besitzt, insgesamt aber vielleicht ein Gesamtbild wiederherstellen können. Ich habe nicht davon gehört, dass dieser Plan verwirklicht werden konnte. Die Frage bleibt also trotz der vorhandenen Sicherungskonzepte bestehen. Wie können wir ein verlässliches Archiv sein? Wie ein verlässlicher Gedächtnisort? Wie sichern wir denn Digitalisate? Unserer Barbara-Stollen in Oberried nimmt sie nicht auf. Sprich, ein nationales oder internationales Konzept steht für die Sicherung von digitalen Daten aus. Natürlich halten wir Daten in RAID-Systemen, welche Daten automatisch kopieren, verdoppeln, um nichts dem Datenverlust anheimfallen zu lassen. Aber ebenso natürlich gibt es keine Hoffnung, wenn zum Beispiel Wasser in den Serverraum dringt oder Feuer das RAID-System zerstört. Es sollte also einen Mirror des Systems geben in einem anderen Raum, einem anderen Gebäude, einer anderen Stadt oder sogar einem anderen Land. Selbst dies würde das Problem nur teilweise lösen, wie ich später noch zeigen möchte. Was für ein problembeladener Beginn meines Vortrags. Lassen Sie mich nun etwas optimistischer werden. In Marbach haben wir begonnen, digitale Medien zu sammeln. Vielleicht auch wegen des Rufs nach Open Access oder des Google-Drucks. Da unsere Spezialität die moderne oder auch neueste Literatur ist, also das 20. und 21. Jahrhundert, unterliegt das Gros unseres Materials noch dem Urheber- oder Privatheitsrecht. Wir müssen also bei der Digitalisierung nicht vorpreschen wie vielleicht andere Archive. Doch produzieren wir auch digitales Material. Für das vergangene Schillerjahr, es war der 250. Geburtstag unseres Fritz, haben wir die letzten 10 Jahre unserer laufenden Schiller-Bibliografie aus dem Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft auf einem USB-Stick angeboten und angekündigt, die Bibliografie künftig online weiterzupflegen. Wir haben auch alle Schriften Schillers aus unserem Archiv digitalisiert und bieten sie weltweit über unseren OPAC an. Die Katalogeinträge sind direkt mit den Digitalisaten verknüpft. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit Weimar gestartet, um die Bibliothek Schillers virtuell zu rekonstruieren. Zu unserer täglichen Routine gehört es, für viele unserer Aufgaben Digitalisate zu produzieren. Wir haben eine Datenbank mit allen Exponaten unserer Dauerausstellung im Literaturmuseum der Moderne. Diese speist unser E-Book, den Tablet PC M3, unseren multimedialen Museumsführer. Die Datenbank Capsule hilft Wechselausstellungen zu managen. Auch in ihr sammeln wir Digitalisate. Wir haben einen sehr regen Bildlieferdienst für Publikationen und Presseberichte weltweit. Wir liefern Porträts von Autoren, welche unsere Hausfotografen bei Besuchen in Marbach gemacht haben. Wir liefern aber auch Digitalisate, also Faksimiles, von Archivmaterial. Wir produzieren und liefern mehr digitales Material, als wir in unserem OPAC verzeichnen können. Wir digitalisieren Audio- und Videomaterial aus Nachlässen, die auf brüchigen Magnetbändern zu uns kommen. Wir führen Digitalisierungsprojekte durch, wie zum Beispiel mit den Brunnenheften von Robert Gernhardt,
den Manuskripten von Ernst Jünger oder den Fotografien von Hilde Domin, welche auf Nitrofilmen zu uns kamen. Und inzwischen werden Sicherheitsfilme nicht mehr durch Fotografieren hergestellt, sondern von Digitalisaten auf Film ausbelichtet, sodass wir Digitalisate unserer Archivalien quasi als Abfallprodukt erhalten. Unser Literaturarchiv ist also bereits längst elektrifiziert und besteht zu einem großen Teil aus digitalen Zweitformen, auch wenn der allgemeine Zugang zu diesem Material, wie bereits gesagt, wegen bestehender Rechte eingeschränkt ist. Jenny Erpenbeck wurde 1967 geboren, sie ist 43 Jahre alt. Sie ist eine ganz gewöhnliche Autorin. In 20 Jahren denken wir vielleicht daran, ihren Vorlass zu kaufen, also ihren schriftstellerischen Nachlass zu Lebzeiten und die noch kommenden Produktionen. Wir können von ihr alle die Papiere erwarten, mit denen wir so gerne arbeiten. Briefe, Notizbücher, Tagebücher, Manuskripte, also auch den Roman Heimsuchung. Wir können einen ganz gewöhnlichen Nachlass erwarten. Nika Bertram wurde 1970 geboren. Sie ist 3 Jahre jünger als Erpenbeck und sie ist, das ist viel bezeichnender, ein Mitglied des Chaos Computer Clubs. 2001 hat sie den Roman Der Kohuna-Modus veröffentlicht. Ich bin nicht krank, habe ich ihm immer wieder gesagt, dem Transparenten, meinem Wärter, der sich mir zwar nie als solcher vorgestellt hat, doch bisher nicht von meiner Seite gewichen ist, seit heute Abend, seit ich hier festgehalten werde. Der Kohuna-Modus ist am ehesten ein Pop-Roman oder vielleicht Fantasy, Science-Fiction, Comic. Nichts, was ich persönlich gern lese, aber wir führen den Titel ganz zu Recht in unsere Bibliothek. Worauf ziele ich ab? Nachlässe sind Nachlässe, weil wir sie erben. Vorlässe, also die Nachlässe zu Lebzeiten, sind auch in der Regel alt. Selbst wenn wir den Nachlass von Nika Bertram mit ihrem Kohuna-Modus im Moment nicht im Deutschen Literaturarchiv als Archivalie sehen, sie ist noch jung und könnte durchaus noch den entscheidenden Roman schreiben und sich so zu den bedeutendsten Autoren Deutschlands arbeiten. Das Deutsche Literaturarchiv wird sich dann um ihren Vorlass bemühen, wenn sie vielleicht 60 ist. Das wäre 2030, also in 20 Jahren. Wären wir erfolgreich, würden wir auch ihre frühen Werke bekommen, also auch den Kohuna-Modus. Und für alle, die es nicht wussten, ich erwähnte den Chaos Computer Club nicht umsonst, ihr Roman wurde zusammen mit einem MUD veröffentlicht, einem Multiple User Dungeon, einem digitalen Adventure Game im World Wide Web. Mit ihrem Vorlass erben wir dann auch die Dateien dieses MUD. Hoffentlich auch die Flowcharts, mit denen sie den Roman und das MUD entwickelt hat. Bewahrt Bertram nur die Dateien auf oder auch die Software, mit der sie gearbeitet hat? Bewahrt sie ihren alten Computer auf, auf dem das alles lief? Werden wir in 20 Jahren noch damit umgehen können? Mit der Software, mit der 30 Jahre alten Hardware? Glauben Sie, dass dieses Beispiel konstruiert ist? Ich gebe Ihnen ein anderes. Die ersten literarischen Hypertexte wurden geschrieben, als das World Wide Web noch sehr jung war. Die Zeit hat den Literaturwettbewerb Pegasus für Hypertextliteratur zusammen mit Radio Bremen ausgelobt. Wir sprechen hier von Anfang der 90er Jahre. Ich meine, den Wettbewerb gab es von 1992 bis 94 oder 95. Es wurde der Webserver von Radio Bremen benutzt. Weil diese aber eine Radiostation ist und kein Archiv, wollten sie die Texte nicht länger online halten als notwendig für den Wettbewerb. Sie nahmen die Texte 1995 offline. 1996 fragten wir vom Deutschen Literaturarchiv, ob wir die Dateien des Wettbewerbs haben könnten. Die Antwort war ja, aber sie existierten nur auf einem Backup-Band des Backup-Systems von Radio Bremen. Inzwischen hatten sie ihr System gewechselt und hatten nur noch das Band. Wir können das Magnetband
immer noch nicht lesen, weil wir das entsprechende Abspielgerät mit der dazu passenden Software nicht haben. Und während wir hier darüber nachdenken, zerfällt das magnetische Band aus den 90er Jahren und schickt die ersten deutschen literarischen Hypertexte langsam, aber sicher in die Vergessenheit. Aber um wieder positiver zu werden. Inzwischen haben wir 4 elektronische Nachlässe. Hermann Claudius, Norbert Elias, Walter Erich Richards und Thomas Strittmatter. Strittmatter war unser erster. Er starb glücklicherweise sehr jung, sodass wir noch jemanden in unserem EDV-Team hatten, der die Formate kannte, die er auf seinem Atari und frühen Macintosh verwendet hat. Und sein Computer war ebenfalls im Nachlass und funktionierte noch. Wir bewahren die Originaldateien und konvertieren sie in bekannte Formate, also zum Beispiel Textdateien in RTF. So können die Dateien von Forschern benutzt werden. Gesichert werden sie wie alle unsere elektronischen Daten über unser Backup-System, welches mit dem Fortschritt der Technik mitmigriert wird. Aber ich fürchte, wir sehen noch nicht ab, was noch alles auf uns zukommen wird. Um den Verlust digitaler Literatur zu verhindern, da wir nun einmal ein Spezialarchiv für die Literatur des 21. Jahrhunderts sind, haben wir begonnen, online verfügbare literarische Zeitschriften, Weblogs von Autoren und Webliteratur zu sammeln, zur Verfügung zu stellen und zu sichern. Seit 2008 filtern wir diese Seiten, verzeichnen sie in unserem OPAC und da wir ein verlässliches Archiv sind, speichern wir sie. Die Langzeitarchivierung übernehmen wir zusammen mit dem Südwestverbund, mit dem Bibliotheksservicezentrum in Konstanz. Das Format des W3 ist per Definition offen, sodass es gute Hoffnung gibt, dass auch zukünftig keine großartige Konvertierarbeit notwendig sein wird. Das Problem, das sich uns hier stellt, ist eher, wo schneiden wir die Verlinkungen ab? Wo sind die Grenzen dieser Texte? Man muss schließlich abschneiden, wenn man nicht das gesamte W3 konservieren möchte. Aber wer definiert diese Ränder? Links gehören schließlich zum Werk im Netz. Und dann noch, wie oft muss gesichert werden? Schließlich ist alles im stetigen Fluss. Eigentlich müsste man das Web abfilmen, beziehungsweise einen Gang durchs Web filmen, beziehungsweise viele solche Gänge. Aber wie wählt man diese Pfade? Wie sichert man dann wieder die Filme? Haben diese dann auch den Status von Archivalien? Ich will hier nicht vertiefen, sondern noch einen weiteren Aspekt ansprechen. Nach meinen bisherigen Ausführungen müssen Editionen, die in einem verlässlichen Archiv gemacht werden, all diese Probleme berücksichtigen. Sie werden schließlich einmal Archivmaterial der Zukunft sein. Marbach ist bekannt für große Editionen, hier nur einige. Die Schiller-Nationalausgabe, die läuft seit 1942, die Mörike-Ausgabe seit 1972, die Jean-Paul-Ausgabe, Else Lasker-Schüler, Wilhelm Lehmann und erst vor einigen Jahren Erich Kästners Kriegstagebücher, das sogenannte Blaue Buch. Alle diese Editionen wurden angestrengt, bevor man das heutige Wissen über digitales Material hatte, beziehungsweise bereits verinnerlicht hatte. Zur Schiller-, Mörike- und Jean-Paul-Ausgabe haben wir nicht einmal Dateien. Wenn wir nachdrucken oder überarbeiten wollten, müssten wir die Texte abtippen. Else Lasker-Schüler und Lehmann könnten mit Word geschrieben worden sein, aber in welcher Version? Word 2.0? Wir könnten vielleicht konvertieren, aber selbst von Kästners Kriegstagebuch haben wir nicht die Enddateien, da sie im Verlag gesetzt wurden. Benutzt wurde irgendein DTP-Programm, selbst wenn wir die Daten hätten, könnten wir nicht einmal damit umgehen. Unsere neueren Editionen sind anders. Die Hybrid-Edition des Tagebuches von Harry Graf Kessler, das Weltreisealbum von Kessler 1891-92, der Briefwechsel von Friedrich Gundolf mit Elisabeth Salomon oder ein neues Projekt SIPO, eine expressionistische Silvesterpost. Mit diesen Editionen haben wir bedacht, was bedacht werden muss. Sie arbeiten alle mit offenen Standards, mit XML und den Empfehlungen der TEI. Lassen Sie mich die Philosophie, die dahinter steckt,
erläutern. Wenn wir eine Quelle edieren, denken wir in der Regel an die Darstellung, die Art, wie wir die Quelle unserem Klientel anbieten wollen. Dabei liegen aufwendige Schritte dazwischen. Die Methoden der Bearbeitung müssen geklärt werden. Normdaten, etwa für die Register, müssen eruiert und angepasst werden. Eine geeignete Software muss gefunden werden, gekauft, getestet und angepasst werden. Daraus entsteht ein bearbeiteter Text, ich nenne ihn kodiert. Text ist dabei nicht eng zu verstehen und kann auch Notentext oder ein Bild sein. In diesem wird gearbeitet, also es wird ediert. Dann kommt erst die Darstellungsform, sei es als Buch oder als Website etwa. Nach all dem Gesagten kann das aber noch nicht alles sein. Alles muss auch archivierbar sein, denn wir müssen als Archiv dafür sorgen, dass die Quelldaten verfügbar bleiben. Normdaten, Methoden und Software ändern sich, werden im besten Fall erweitert, Software wird in kurzen Abständen revolutioniert, es entsteht eine neue Codierung, mit der wir dann anpassen und aktualisieren oder nur korrigieren. Schließlich folgt eine neue Auflage, eine Website nach dem Buch, ein Buch aus der Website oder der Datenbank. Auch diese Quelle muss langzeitarchivierbar sein, denn ich muss nicht weiter ausführen, wie es weitergeht. Als Archiv raten wir zu offenen Standards XML mit den Empfehlungen oder Richtlinien der TEI. Das ist systemunabhängig und archivierbar. Aber als Archiv kann man höchstens raten, nehmen müssen wir, was kommt. Tagungen sind auch gut, weil man viele Gespräche am Rand führt. Gestern habe ich mit Herrn Schneider gesprochen über die Matrix. Den Film Matrix. Matrix hat sehr viel mit uns zu tun. Und heute Nacht ist mir eine Szene eingefallen, nämlich da gibt es ein Fest. Und in diesem Fest spricht Morpheus zu dieser Stadt Zion, die es gibt. Und es ist genau der Wendepunkt zwischen die Welt geht unter oder die Welt wird gerettet. Und da die Matrix eine sehr gute Trilogie ist, ein guter Film, gehe ich davon aus, dass diese Szene genau in der Mitte stattfindet. Also genau ist genau der Wendepunkt. Und Morpheus muss die Menge beruhigen, weil eben die Welt droht unterzugehen. Und er stellt sich hin und sagt, you see me truthfully unafraid. And why? Because it's not the path that lies ahead of us, but it's the path that lies behind us. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.